Hi, hier ist Mimi und willkommen zu Tag 7 meiner Schöne Haut in 4 Wochen Challenge. Eine Woche ist rum und ich bin super gut drauf, weil heute habe ich nämlich das erste Vorher-Nachher-Foto zum Vergleich mir angeschaut und ich bin super begeistert. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass man wirklich irgendwas sehen kann. Eher habe ich gedacht, dass vielleicht die Haut erstmal schlechter wird, weil wenn diese ganzen Giftstoffe eher aus der Haut rausgetrieben werden, dachte ich, dass vielleicht erst die Haut schlechter wird oder Pickelchen kommen, aber die sieht echt besser aus. Man kann zum Beispiel an diesen roten Pünktchen, an diesen Pickelchen sehen, die sind leichter geworden. Um die Augen, finde ich, sieht auch ein bisschen besser aus. Auf jeden Fall ist das Gesamtbild, wenn man sich so links und rechts anschaut, das Foto von heute irgendwie besser. Und wenn man sich überlegt, dass man gar nicht viel dafür machen muss und nach einer Woche schon ein Ergebnis hat für bessere Haut, dann ist eigentlich gar keine Frage, dass man das macht. Weil es einfach einfach ist. Das ist aus irgendeiner Werbung, oder? Ich weiß jetzt nicht. Wie gesagt, wenn ihr nicht wisst genau, worum es in dieser Challenge geht, dann schaut euch am besten das Video von Tag 1 an. Das verlinke ich unten und dann auch alle folgenden. Es ist eigentlich super einfach. Ich habe gedacht, dass das schwieriger wird mit diesen 1,5 Liter Wasser trinken. Aber inzwischen trinke ich sogar locker 2 Liter am Tag, weil ich mache diese 1,5 Liter Flasche immer leer. Jetzt ist zum Beispiel gerade 2:30 und ich bin schon bis zur Hälfte. Wie gesagt, das ist kein Problem und ich trinke zusätzlich morgens immer noch beim Frühstück ein Glas Wasser, das ich nicht von hier nehme. Manchmal sogar 1,5 Gläser Wasser, weil morgens habe ich richtig Durst und dann trinke ich eher aus einem Glas als aus der Flasche, weil es einfach schneller geht. Und abends trinke ich meistens noch ein oder vielleicht sogar 2 Tassen Tee, also nachmittags abends. Das heißt, ich komme locker auf 2 Liter und das ist nicht schwer. Ich hätte das nicht gedacht, weil vorher, ich glaube, ich habe einfach nicht daran gedacht, Wasser zu trinken und ich habe es deshalb nicht gemacht. Aber jetzt, wo ich die Flasche immer dabei habe und im Kopf unterbewusstsein natürlich daran denke, ah ja, du sollst ja die Flasche leer machen, ist es irgendwie super einfach. Und das mit dem Wechseln, also ne, heute ist wieder dran, Handtuch wechseln und Kissenbezug fürs Bett wechseln, das ist ja nun wirklich kein großer Aufwand. Das Einzige, was tatsächlich schwierig ist, was ich nicht gedacht hätte, ist das mit den Fingern nicht im Gesicht rumfummeln, weil da kann ich einfach nicht mit aufhören. Ich mache das andauernd. Ich versuche natürlich jetzt meine Hände dafür öfter zu waschen. Wenn ich denke, oh ja, okay, du kommst von draußen, oh, du hast mit dem Hund gespielt und vielleicht hat sie dich abgeleckt oder so, dann wasche ich lieber nochmal meine Hände. Weil ich natürlich nicht damit aufhören kann, dauernd in meinem Gesicht rumzupatschen. Ich würde mich freuen, wenn viele von euch jetzt auch noch mit einsteigen. Ich weiß von einer lieben Person, dass sie schon mitmacht. Das ist die Elisabeth oder Elizabeth, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich hoffe, du hast auch schon Ergebnisse gesehen. Würde mich freuen, wenn du in den Kommentaren sagst, wie es bei dir läuft. Und somit grüße ich dich ganz lieb. Und wie gesagt, ich hoffe, dass noch viele andere mitmachen, jetzt wo sie sehen, dass es Ergebnisse gibt. Und wie gesagt, das kostet nichts. Also ist eigentlich keine große Frage, ist kein großer Aufwand. Das war's. Bis in einer Woche oder ein paar Tagen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert einfach meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten, wenn euch das Video gefällt, einfach mal liken. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.